Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Und zwar ist das Die Magie der tausend Welten von Trudy Kinnaman, der erste Band, Die Begabte, vom Planverlet Verlag. Der ist aus, das ist ein Rezensionsexemplar. Und das Buch hat 9,99 € gekostet und hat 672 Seiten. In diesem Buch geht es darum, dass Thyen ist ein Archäologe bzw. ein Archäologiestudent und ist auf dem Weg zu einer Ausgrabungsstätte. Als wir in die Geschichte einsteigen, ist er schon an dieser Ausgrabungsstätte und öffnet so einen Sarg und dort findet er ein Buch. Und dieses Buch findet er zuerst ganz langweilig. Es ist nicht schön verziert, es ist ganz schlicht. Es ist zwar noch sehr gut erhalten, obwohl die Leiche schon ganz skelettiert ist. Skelettiert, sagt man das? Als er es dann aufschlägt, sind auch keine Schriften drin. Das Buch ist einfach leer. Und als er dann aber darüber nachdenkt, warum das Buch irgendwie leer ist und warum da nichts drin steht, erscheint auf einmal eine Schrift und sagt, dass das Buch eigentlich eine Frau ist, welche verzaubert wurde in eben dieses Buch. Und diese Frau heißt Pergama und ist schon über 1000 Jahre alt. Und so ist er ziemlich überrascht, dass das Buch dann doch was Magisches erstens an sich hat und zweitens dann doch wohl sehr wertvoll ist. Aber er sagt seinem Dozenten, ist das so? Ja, seinem Dozenten nichts und behält das Buch erstmal für sich. Und er freundet sich sozusagen mit diesem Buch an, lehrt dieses Buch vieles, da es ja schon seit 600 Jahren geschlafen hat. Aber er erfährt auch vieles von Pergama. Sie ist eben von einem großen Magier, Ruporion, sowas heißt er, verzaubert worden. Und da Thyen auch magiebegabt ist, versucht er zwar, sie zu retten, aber er ist eben nicht so stark wie dieser Magier. Der ist der größte Zauberer, den es so gab. Und an seine Magie reicht er eben nicht dran. Und so versucht er es zwar, sie zu befreien, aber kann zuerst natürlich nicht diese Magie brechen. Und er versucht zwar auch, das Buch vor den Dozenten geheim zu halten, aber sein Mitbewohner Miko verpetzt ihn eben und so muss er das Buch dann doch abgeben, aber er möchte es eigentlich nicht abgeben und so versucht er es wieder an sich zu nehmen und muss dann auch fliehen und ich lasse das mal an dieser Stelle mal so stehen. Und dann gibt es auch noch Riel, das ist die andere Hauptcharakterin. Riel ist auch eine Magierin, allerdings in einer anderen Welt, in der Magie nur von denen ausgeübt werden dürfen, die auch von den Engeln dazu bestimmt werden. Und das sind meistens oder eigentlich immer Priester. Und Riel ist zwar magiebegabt, aber auch einfach. Riel ist zwar magiebegabt, aber auch nur eine einfache Färberin und keine Priesterin. Beziehungsweise kein Priester und auch nicht von den Engeln bestimmt. Und so muss sie eben ihre Magie verheimlichen, aber lernt eines Tages einen Künstler kennen, mit dem sie sich gut versteht und der ihr dann sagt, dass er ein Magier ist, beziehungsweise magiebegabt. Und so überredet sie ihn, dass sie sich von ihm unterrichten lässt. Und hat auch so ihre Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal so. Und so machen sich dann Riel und ihr Magielehrer auf den Weg, damit Riel ja ihre Magie lernen kann. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Das Buch ist sehr interessant, sehr gut geschrieben. Es ist immer so in Kapitel unterteilt, die so abgetrennt werden. Also das hier ist Kapitel 1 und dann
handelt das ganze Kapitel nur von einem Charakter. Hier zum Beispiel im ersten Kapitel von Tien, im zweiten Kapitel dann nur von Riel und so weiter und so fort. Und das wechselt sich dann immer so ab. Es steht aber auch immer dabei, wer es gerade ist. Und ja, die Schreibweise finde ich auch sehr gut. Meine beste Freundin ist ein ja, großer Fan von Trudy Kenneman. Und das hier ist eigentlich mein erstes Buch von ihr. Und ich ja, fand es sehr gut, sehr spannend. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon. Und bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.